So, dann sage ich erstmal Hallo Gaming. Auch ohne Musik. Und ja, muss ich nochmal gucken. Und auch nochmal einrichten, weil ich glaube, ja, beim Startscreen und so macht das schon Sinn, hier ein bisschen Musik im Hintergrund laufen zu lassen. Aber du weißt ja, hier mit Copyright und solchen Spesen muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen. Deshalb, da muss ich das mir erst nochmal schlau machen, was man da so verwenden kann. Wie vorhin eigentlich schon gesagt, ich habe es doch nochmal geschafft, jetzt mir ein bisschen Freizeit rauszuschaufeln, sage ich mal. Und deshalb machen wir jetzt noch ein Ründchen Blade and Soul leveln. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Genau, wir müssen hier Hörner sammeln. Dazu müssen wir raus aus Bugbild. Ah, und wie ihr vielleicht seht, ich habe meinen Char einfach stehen gelassen in der Zeit jetzt, wo ich jetzt nicht gestreamt habe. Und könnt ihr sehen, dass hier diese Anmeldebelohnungen trotzdem weitergelaufen sind. Dann nehmen wir die jetzt auch nochmal flink an. Und dann auf zu neuen Höhen. Hoffentlich. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen jetzt in der Zeit, wo ich jetzt noch mal hier ein bisschen Blade and Soul spiele, beziehungsweise den Char hier level. Wir killen, um unsere Hörner zu bekommen. Nummer 2. Ah, ich vermisse einfach hier das 2 bei mir. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. Bei dem Crapture hier meinen 2 nicht benutzen zu können. So, da haben wir es auch schon. Eigentlich. Ach komm, wir porten uns zurück. Hat zwar wieder unseren tollen Blade and Soul Ladescreen, aber was soll's. Rödel, Rödel, Rödel. So, zurück. Und auf geht's. Müssen wahrscheinlich eh wieder hoch. Beim Jumpen. Ja, und immerhin haben wir jetzt zumindest schon mal 15.000 hier fürs Windwandeln. Und nicht mehr 12 wie am Anfang. Zu Jahre, weil dafür haben wir sie ja eigentlich gesammelt. Hallo, willkommen im Trugbild. Ihr seid willkommen, solange ihr den Frieden hier nicht stört. Ja, wir doch nicht. Hallo. Ich habe sogar ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Wie aufmerksam. Die Hörner ergeben exzellente Kalligraphentinte zur Dekoration meines Fächers. Oh, dann war das ja gar nicht so verkehrt hier. Vermutlich schenkt ihr mir das nicht aus reiner Nächstenliebe,
Was kann ich für euch tun? Ich habe da dieses Buch. Das Narius Araswa. Wo habt ihr diesen Folianten her? Er ist Jahrhunderte alt. Viele glauben, er wurde von den drei Weisen selbst geschrieben. Die Nario-Schrift ist schwierig zu lesen, aber ich werde es versuchen. Okay, immerhin. Als die Dunkelheit aufkam, tief, schwarz, böse und wild, vollendete die große Himmelsfaust ihren Weg. Sie betrat das dunkle Reich und schloss das dunkle Tor des Schreckens, den Ursprung unserer Feinde. Also das war hier Mushin, oder wie er hieß? Müsste das dann gewesen sein? Mushin gab sein Leben für das Reich. Der Tod ereilt jeden, aber der Himmel herrscht weiter. Er kam hernieder, seine Macht verblieb. Drei Weise verschlossen sein Licht in einem Grab unter geflügelten Himmeln in Grabes Schoß. Sucht ihr nach dem Erbe? Ich studiere alte Texte, weil ich glaube, dass sie alle einen seltenen Schatz darstellen. Wir alle suchen nach etwas, Gian. Aber was ich suche, ist nicht Mushins Erbe. Okay, und wo finde ich denn das Erbe? Wie das da drin? Ich suche nach Frieden. Vielleicht sucht ihr dasselbe. Mushins Erbe scheint nur Gewalt auszulösen. Aber wenn ihr es finden möchtet, würde ich beim Narioanischen Tempel beginnen. Andere Texte besagen, dass Mushin und die Weisen vielleicht dort ruhen. Okay. Narioanischen Tempel? Vielen Dank. Berichten wir mal unserer guten Yunhua diese Info. So. Also glaubt Fräulein Jehara, dass sich Mushins Erbe in einem Grab nahe dem Narioanischen Tempel befindet? Oh je, dort wimmelt es von Feinden und Untoten. Ja, das geht schon. Das schaffen wir nicht dorthin. Gut, ihr seid stark und ich bin klug, aber wir bräuchten eine kleine Armee, nur um den Eingang zu erreichen. Wir sind eine Armee. Eine kleine Armee? Oder eine Bande von Außenseitern? Das ist es. Juwol kann uns helfen. Sie führt die Ja-Sage an. Sie ist im Trugbild und sie sucht nach dem Erbe. Aha. Ich schreibe eine Nachricht. Gebt sie Gongsang. Ich treffe euch dann beim Narioanischen Tempel, falls sich Juwol uns anschließt. Okay, dann schauen wir mal. Und yay, Level 33. So. Gongsang sprechen. Der scheint hier unten zu sein. Ah, hier steht er an der Tür. So, mein Freund. Was kann ich für euch tun? Ich habe eine Nachricht von Yunhua. Schauen wir mal. Aha. Oh, gut, ich werde tun, was da steht. Oh, ich hätte fast eine Nachricht für euch vergessen. Sohar möchte euch bei den Trockendocks treffen. Okay. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Sohar will uns auch noch treffen. Wohin müssen wir? Ganz darüber. Müssen wir leider auch wieder laufen. Leider kein Windwandeln möglich dorthin. Ah, ich glaube, das habe ich vorhin gar nicht zu Ende gebracht in meinem vorgehenden Stream. Bin zwar auf die Items eingegangen. Hallo, Kollege. Und ich hatte auch mal angefangen, hier über dieses Symbol in der rechten Ecke oben zu sprechen. Was das eigentlich... Was das steht, habe ich aber, glaube ich, nicht so wirklich gesagt. Oder was das zu bedeuten hat. Und ja. Machen wir halt mal hier eine kleine Inforunde. Hier dieses Wagensymbol, nenne ich es jetzt mal. Das heißt eigentlich, dass diese Items voll handelbar sind. Also auch im Markt zum Beispiel mit F5, wenn man den Marktzugriff hat. Ansonsten gibt es hier noch dieses Mannequin hier, was hier so oben rechts in der Ecke steht.
Das heißt eigentlich, dass diese Items accountgebunden sind, also nur innerhalb des Accounts handelbar sind. Und dann gibt es natürlich die Items, die hier gar nichts dran haben. Die sind halt auch nicht handelbar. Das sollten eigentlich, glaube ich, die drei Typen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also mir fällt zumindest gerade ein viertes Symbol ein. Ansonsten könnt ihr das gerne natürlich auch in den Chat schreiben, falls ihr da mehr Infos habt. Oder ich was vergessen haben sollte. So, erstmal weiter hier rennen. Da. Und ich mache mal wieder einen Channelwechsel. Hier. Schneller absolvieren können. Und hier diese Wolken, die ihr seht, nicht verwundern. Wenn ihr da in der Nähe vorbeilauft, kommen normalerweise Skorpione raus. Euch dann auch an die Unterwäsche wollen. Deshalb versuche ich da auch immer nicht direkt dran vorbeizulaufen, sondern immer so einen gewissen Abstand zu halten. Auch wenn man natürlich den einfach davonrennen kann, wie sonst auch, aber... Hey. So, jetzt haben wir es doch... Oh, hier gibt's hier vielleicht noch wieder ein Kollege unterwegs. Eine Onubia. Er hat sich sogar schon die Klamotten gefarmt, so wie es aussieht, die er gerade anhat. Die kann man nämlich farmen. Wir reden mal mit Soha, was sie will von uns. Yunhua kam euch zuvor. Offenbar überzeugte sie Jewel, für sie zu kämpfen. Sie ist clever. Okay. Jewel und ich verstehen uns nicht. Ich bleibe besser im Hintergrund. Ah, wäre, glaube ich, in der Hinsicht besser. Viele Kämpfe mit ihr zeigten, dass sie eine gute Kämpferin ist. Bleibt bei ihr und Yunhua, dann findet ihr, was ihr sucht. Ich werde warten. Okay. Viel Glück. Ah, danke, danke. Brauchen wir aber nicht, weil wir sind ja hier Oberbros. Oder auch nicht. Dann gehen wir hier mal in den Narianischen Tempel rein. Das sind ein paar Ja-Sager. Wie hießen die wieder? Da ist Jewel. Wie geil. Schätze warten auf uns, Jungs. Oh Mann. Was für ein Bande. Genau, lass die mal sich um die Leute da kümmern. Wir rennen, wir versuchen mal querfeldein durchzukommen. Und gehen hier zu Yunhua. Ich hin mit ihr. Die Plünderer finden für mich das Nariu Sarasva. Jetzt wird mich Jewel in den Narianischen Tempel bringen. Glaube ich weniger. Ich glaube eher, wir machen das jetzt. Das wird uns helfen, Mushins Erbe zu finden. Ich weiß es einfach. So, wenn du das weißt, sehr schön. Auf geht's. Komm, folge mir. Okay. Machen wir lieber platt. Sind eingetroffen. Schaut im Hongmun-Shop nach. Was hier wieder irgendwelche Leute angreift. Komm. Oh, sehr schön, noch hinten dran.
Schade, jetzt habe ich das natürlich zu früh verbraten. Geht auch so. Wäre natürlich jetzt mit C besser gewesen. Wir sind hier nur im PvE. Nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen failt. Dass der schicke Landarzt einer der drei Weisen ist, hättet ihr nicht erwartet, oder? Ich hatte meine Gründe, euch in der Sandsteinzuflucht im Dunkeln zu lassen. So, so. Aber jetzt seid ihr bereit für die Wahrheit. Die Weisen bewahren Mushins Erbe und haben die Aufgabe, seine Kräfte einem würdigen Nachkommen zu übertragen. Mhm. Ich weiß, dass ihr nach Mushins Erbe sucht, aber wollt ihr damit die Bewohner der Sandsteinzuflucht retten oder mit den Kräften eure Rachegelüste stillen? Tja, wenn möglich beides, nehme ich an. Aber wir sollen ja sagen, ob wir wirklich Jin Soo-yong besiegen können mit der Macht. Mushins Erbe birgt gewaltige Kräfte, genug, um damit den dunklen Fürsten persönlich herauszufordern. Ein Wesen wie Jin Soo-yong wäre für sie kein Gegner. Oha. Dann wo kann ich's denn finden? Hätte ich dann doch gerne. Wie immer fehlt euch die Kontrolle. Überdenkt eure Absichten. Sucht ihr nach Frieden oder nach Rache? Dazu sage ich nichts, ich will es einfach. Wie wäre stattdessen mit einem Rätsel? Zu Füßen Gold und Silber legen, Mushins Blut soll Leben zeugen und Schwingen in den Himmel heben, hoch hinauf, wo Mushin weilt. Ja, yeah. Rätsel, sehr schön. So, Yunwa. Wie frustrierend, Gold und Silber, Schwingen, Mushins Blut, davon bekomme ich Kopfschmerzen. Ach, ich gehe zurück ins Trugbild und überdenke alles nochmal. Dann rätsel mal. Und geh zurück zum Trugbild. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Irgendwann lassen wir hier zurück zu den Brückendocks. Und wer hätte es gedacht? Ladebildschirm. Und eine Cutscene. Wenn er sie denn lädt. Ah. Kurze Cutscene, okay. Dann nochmal zu Soha. Als ihr kamt, schien die Welt unterzugehen. Der Himmel verdunkelte sich und Geister erschienen. Ah. Lag das Emble am Rätsel von unserem Heiler Doktor an? Ja, das klingt nach den Nariu. Wie in einem albernen Märchen. Die Dalien wissen bestimmt, was es zu bedeuten hat. Yonkai-Soldaten haben sie nahe der Krypta der Schattennebel gesichtet. Was sind denn diese Dalien? Weiß nicht was, sondern wer? Sie sollen eine Fraktion der Schattenlosen sein. Angeblich waren die Schattenlosen Mushins Privatarmee. Nach seinem Tod beschützten sie die Familie Mu und teilten sich später in Fraktionen auf. Hey? Heron der Rote führt die Dalien an. Er könnte uns helfen, aber ohne Kampf wird er uns nichts erzählen. Trefft mich bei der Krypta der Schattennebel. Okay. Nochmal wieder kämpfen. Und wir haben ein neues Bravura-Set bekommen. Gleich mal aufmachen. Gleich wieder alle 8 Stück bekommen. Und die legen wir natürlich jetzt auch mal an. Und die alten verwerten wir, wie ich das immer so gerne mache. So, leider nur ein Melzungspulver rausgekommen. Bye. So. Schauen wir doch mal, ob wir hier diesen Keron finden. Und hier sieht man jetzt auch nochmal zum Beispiel, weil ich es auch im vorigen Stream schon mal hatte, hier bei Dungeons, mit den unterschiedlichen Farben, die haben können. Und hier sieht man mal so ein grünes, so eine grüne Farbe.
Und hier, wie gesagt, halt normal weiß. Also ein stinknormales. So. Komm schon. Jawohl. So. Auf Versuche. Machen wir auch mal ein bisschen Schatzjäger hier. Beziehungsweise Detektiv spielen, um die Leute zu finden. Nerv mich nicht. Oh, auch nicht. Ja, diese Akten. Ach, noch einer. Ja, diese beknackten Nachtklingen wollte ich eigentlich sagen. Mag die nicht. Als Gegner zumindest nicht. Gut. Also, war wieder aufgetaucht. Weiß nicht, wieso wir eigentlich nicht immer hier mit ihr schon reden können. Müssen wir erstmal wieder zurück zu Jeheras Trugbild und dann erst mit ihr reden. Aber hey, so ist halt die Quest aufgebaut, leider. Oder es gibt Envelvanzen in diesem Dungeon oder Versteck. Wer weiß das schon? Vielleicht gab es das damals auch schon. So, zurück im Buchbild. Dann schauen wir mal. Wieder komplett nach oben innen. Run. Forestina, ran, Forestina. Links rum. So, da ist Soha und sie trinkt mal wieder ihren genüsslich ihren Sake. Nehme ich mal stark an. Wohlan, mein Freund. Mein bester Freund der Welt. Ich habe schon mal ohne euch angefangen. Man merkt's. Genau, begonnen. Ihr seid zu Hause, als wäre schon fertig. Oh, ich kann trinken wie ein Jutai. Kommt her, Kumpel. Freund. Ihr gehört zur Familie. So wie Meister Hong. Ich weiß zwar nicht, was die Jutai sind. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Meister Hong war wie ein Vater für mich. Als meine Eltern starben, sann ich auf Rache. Mein Weg führte mich in den Tod. So oder so. Man verliert sein Leben oder seine Seele. Hm. Aber ihr nicht, oder mein Freund? Ihr lebt nach den Lehren von Meister Hong. Ihr sind nicht auf Rache, oder? Ich auch nicht. Nicht so ganz richtig, würde ich sagen. Wir helfen. Wie helfen wir den Leuten der Sandsteinzuflucht? Das ist der Weg der Hong Moon. Menschen retten, freundlich zueinander sein. Wir sind beste Freunde, richtig? Wozu sagen? Ich kann einen Freund nicht den Weg der Rache gehen lassen. Versprecht es. Versprecht den Weg der Hong Moon zu gehen. Ich liebe euch, Grünschnabel. Hm. Ja, schauen wir mal. Yay, schon wieder ein Level Up. Wir sind schon für Level 34, nur noch zwei Level, dann können wir auch die Marktquests abschließen. Aber erst müssen wir noch ein bisschen leveln. Dazu nehmen wir erstmal hier diese Rechnung von Soha. Sie hat eine neue
neuen Questgegenstand erhalten. Der jetzt ins Inventar gewandert ist. Gian, bitte trefft mich umgehend in meinem Büro im 2. Stockwerk. Okay, jetzt sollen wir Riara gehen. Machen wir doch glatt. Wir sind ja schon oben im 2. Stockwerk, mehr oder weniger. Dann besuchen wir mal Riara und schauen, was sie wieder von uns möchte. Mir fiel auf, dass ihr und Soha befreundet seid. Soha hat eine recht große Rechnung ausstehen. Ich hoffte, dass ihr sie bezahlen würdet. Ich scherze nur. Ich ließ euch kommen, weil ich hörte, dass ihr beim Narionischen Tempel mit einem Weisen spracht. Ich bin überaus neugierig, was er euch erzählt hat. Ein Glück gehabt. Bisschen Geld gespart. ja, irgendwie so ein komisches Rätsel mit Silber und Gold und so weiter. Interessant. Silber und Gold könnten das Silberwappen und das Goldwappen meinen. Es waren Embleme, die Mushin vor seinem Tod erhielt. Sie sollen die Schwingen des Mushin erwecken können. Eine Statue, die Mushins Grab bewacht. Okay. Ihr habt Mushins Blut erwähnt. Einige Texte besagen, dass aus Mushins Nachfahren die Adelsfamilie Mu hervorging. Soweit ich weiß, lebt nur noch ein Nachfahre. Und nur diese Person kann Mushins Grab öffnen. Mhm. Gut zu wissen. Sagte der Weise etwas über den Verbleib von Mushins Nachkommen? Leider nein. Ich verstehe. Wissen ist kostbarer als Gold. Ich betrachte Sohas Rechnung als vollständig bezahlt. Aber eure Freundin Yunhua hat noch nicht für Kost und Logis bezahlt. Bitte erinnert sie freundlich daran. Yunhua, okay. Ich habe Angestellte zu bezahlen. Ja, das ist korrekt. Deshalb sprechen wir mal mit Yunhua. Damit sie eventuell ihre Rechnung zumindest bezahlt. Wenn das andere schon mit unserer Info abgegolten wurde. Oh, Gilde ist auch sogar hier. Ach, wo habt ihr denn gesteckt? Ich habe den ganzen Tag lang auf euch gewartet. Ich habe Dinge zu erledigen. Wichtige Dinge. Ja, ich auch. Geht es um das Goldwappen und das Silberwappen? In Mushins Grab gibt es eine Statue namens Schwingendes Mushin. Aber wo ist das Grab? Wo sind die Wappen? Ach, es ist hoffnungslos. Ach ja, das kommt schon. Finden wir schon. Fragen wir mal Gil. Damals zog ich sehr hager, mit Yunsang viel weniger hager, auf Schatzsuche durch die Ascheweiten. Wir gingen zum großen Brennofen und hörten, dass die Töpfer ein Silberwappen für Mushin hergestellt hatten. Töpfer, okay. Zum großen Brennofen. Wir wollten es stehen. Ach, hätten wir nur. Ist das unser Silberwappen? Wenn, dann muss Puchung, der Obertöpfer, etwas darüber wissen. Ihr solltet zu ihm gehen und ihn fragen. Elen, so, so. Nee, nee. Wir fragen mal diesen Kollegen. Oh, ihr werdet rechtzeitig zum Brennofenfest ankommen. Ich glaube, Chun Sam ist für den wichtigsten Teil der Festlichkeiten verantwortlich. Das Blitzfeuer. Helft ihm, dann wird er euch sicher Informationen geben. Ah. Danke. Geht zu Chun Sam in der Rast des Vagabunden. Er braucht sicher eure Hilfe. Dann tun wir das doch mal. Dann wieder unsere Hilfe anbieten und hoffen, dass wir im Gegenzug ein paar mehr Infos bekommen. Wir wandeln mal hin. Das ist zum Glück freigeschaltet worden und wir müssen nicht laufen. Dip, dip, dap, dip, 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 dap, dap, dip. So. Jetzt sind wir beim Rast des Vagabunden. Und sprechen mal mit dem lieben Chun Sam, ob er uns hier weiterhelfen kann. Hallo, ich habe gerade eine richtige Panikattacke. Kommt ihr bitte später wieder? Panikattacke? Von wegen was denn? Oh, Gil muss euch geschickt haben. Gut, dann könnt ihr mit dem Blitzfeuer helfen. Das wird den Obertöpfer Puchung beeindrucken. Zuerst sprechen wir mit den Cookie. Cookie? Die Cookie-Häuptlinge rufen für uns die Blitzfähre herbei, aber sie wurden von den fiesen, gestreiften Cookie entführt. Ich wollte mit ihnen reden, aber es half nichts. Hey, Cookie gegen Cookie.
Wenn ihr die Kuki-Häuptlinge befreit und mir die Blitzsphäre zurückbringt, stehe ich in eurer Schuld. Alles klar. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal diese Blitzsphäre zurück. So, dann rennen wir mal hier hoch zur Laichsenke in die Höhle. So. Hier sieht man wieder das schöne Grün hier vom Eingangstor. Interessiert uns aber relativ wenig gerade, weil wir ja die Mainquest hier drin haben. Deshalb werden wir auch nur diese Mainquest machen. Und nicht den Boss, den es hier theoretisch auch noch gäbe. Ah, hier ist wieder nichts unter 2 vorhanden. So, dann befreien wir mal unsere Okie-Freunde, damit wir diese Blitzsphäre bekommen. So, noch einer. So, das sollte der letzte gewesen sein. Zum Boss würde es theoretisch hier runtergehen. Aber wie gesagt, den brauchen wir nicht und wollen wir auch nicht. Wir wollen unsere Blitzsphäre haben. Das reicht, wenn wir hier nochmal warten. Genau, jetzt. Zack, Blitzsphäre, jawohl. Hätten wir doch schon wieder. Und jetzt zurück dem Kollegen. Hier kann man es, glaube ich, machen, wie man will. Entweder man läuft zurück oder man windwandelt zurück. Weiß nicht, was schneller geht, was schneller wäre. Ich laufe meistens hier zurück. Beziehungsweise liege hier zurück. Jetzt kann ich hier nochmal unser tolles Hechten zeigen. Die Blitzsphäre. Heiliger Frosch. Entschuldigt, ich war wohl zu lange unter Cookie. Gut, jetzt geht zu dem verkohlten Baum. Was für ein verkohlten Baum? Ja, der beim Tor des großen Brennofens. Der vom Blitz getroffen wurde und verbrannt ist. Nur dieser Baum kann das Blitzfeuer erhalten. Okay. Legt die Sphäre in den Baum, dann wird das Blitzfeuer entfacht. Entzündet damit eine Fackel und bringt sie zu Putschung. Er wird so verdammt glücklich sein, dass er euch alles gibt. Wenn das so ist, machen wir das natürlich. Tada! Fast sogar wieder ein Level aufgestiegen. Das sieht man hier unten an dieser blauen Linie. Wir sind eben schon hier hinten. Ich glaube, man sieht's. Jo. Jetzt müssen wir zu diesem verkohlten Baum rennen. Oder man könnte natürlich hier hinwandeln und dann zum Baum rennen. Ich laufe da aber hin. Das hat nämlich auch einen Grund, was das Leveln betrifft. Obwohl, ich glaube, na, hier glaube ich sogar noch nicht. Hier wäre es, glaube ich, sogar egal gewesen. Glaube ich dann erst bei der zweit- oder drittnächsten Quest wichtig. Weil wir sind ja Free-to-Play-Spieler. Wir haben ja immer einen Cooldown auf unser Windwandeln. Oder Teleport sozusagen. Und deshalb muss man da, zumindest habe ich da immer so ein bisschen mal aufgepasst und auch teilweise ein bisschen getestet, was da Sinn macht, wann man eben hier diese Strecken läuft und wann man eben am besten Wind wandelt, damit das halt auch einigermaßen gut funktioniert, alles zusammen. So, jetzt haben wir hier dieses Blitzfeuer. Jetzt müssen wir hier zu diesem Kollegen Putschung. Ja, das ist, der ist hier. Und damit entzünden wir hier dieses Feuer. Oh, wie schön blau. Hübsch.
Ihr habt schon Sams Arbeit erledigt? Nun, wenigstens können jetzt die Vorbereitungen für das Fest weitergehen. Ja. Froh, glücklich scheint er wohl nicht zu sein. Bin eigentlich wegen dem Silberwappen hier, mein Freund. Ihr denkt, ihr entzündet den Brennofen und ich gebe euch das größte Werk der Töpfer? So leicht lässt sich ein Töpfer nicht beeindrucken. Schade. Ihr habt mir lange genug die Zeit gestohlen. Ich habe vor dem Brennofenfest noch unzählige Dinge zu erledigen. Verschwendet. No. Oh, dieses Wappen. Was soll ich tun, mein Freund? Ich will die Info. Wenn ihr so verzweifelt seid, könntet ihr die Alraunensprossen besorgen. Der alte Säufer Jack Dunn kann es euch erklären. Uff, ja, gut. Wer auch immer das ist. Neuen Skill bekommen. Ein X-Skill. Donnerhieb. Und natürlich auch ein Level-Up. Auch wieder sehr nice ist. Jetzt sind wir in Level 35. Und können somit beim nächsten Level die Marktquest endlich abschließen. Also wie gesagt, Freund, hätten wir jetzt sogar hier hinwandeln können, weil zum nächsten Questziel können wir eh nicht hinwandeln. Müssen wir eh hinlaufen, von daher wäre das jetzt sogar egal gewesen, wie wir es gemacht hätten. Allerdings bei dem nächsten Mal, also wenn wir dann wieder beim nächsten Quest her gesehen, ist das dann nicht mehr egal oder nicht mehr so egal. Man ist zumindest einigermaßen reibungslos durchlaufen will. So, gehen wir erstmal hier in Jack Dans Haus und reden mit dem Jungen hier. Okay, ein Junge. Wer seid ihr? Es ist mir egal. Verschwindet! Nein, ich soll irgendwelche komischen Alraunensprossen für diesen Putschung holen. Alraunensprossen? Hat das Brennofenfest begonnen? Sieht wohl so aus. Ich hasse das Brennofenfest. Die Töpfe, das Blitzfeuer, die Töpfe. Ich hasse all das. Es ist geistlos und langweilig. Sie trinken nicht mal. Was? Also nochmal. Was ist mit den Alraunensprossen, mein Richtig. Freund? Richtig. Die Alraunensprossen können das Blitzfeuer tagelang befeuern. Dafür bekomme ich so viel Soju, wie ich trinken kann. Töpfe voll davon. Dafür lohnt es sich zu leben. Aber die Alraunengeister lieben den Sprossenduft und die Töpfer wagen sich nicht in die Nähe der Fieslinge. Keine Sprossen, kein Fest. Okay, soweit verstanden. Ihr müsst eine Bannkugel auf die Alraunengeister werfen, damit sie verschwinden und ich meine Alraunensprossen pflücken kann. Es ist so einfach wie Cookie-Pudding. Cookie-Pudding? Keine Ahnung, wie der geht, aber was soll's. Und wo finde ich diese besonderen Bannkugeln? Überprüft die Steinlaterne in der Alraunengrotte. Oh, und passt auf die Cookie auf. Und wieder Cookie? Und die Steinlaterne überprüfen. Alles klar. In Ruhe. Das heißt, wir müssen mal wieder in diese Höhle rein. Dann gucken wir mal. Hier sind die Cookie. Müssen wir erstmal ein bisschen beseitigen. Damit wir hier auch schön genug durchkommen. Zu dem hier. Ah, der nächste. Langsam aber sicher wird das was. Kämpfen wir uns den Weg frei. Und natürlich nehmen wir auch den Loot mit. So, da sind unsere Alraunchen. Da ist wieder eine Kiste, die wir aufmachen können. Die nehmen wir natürlich mit, solange wir Schlüssel haben.
ein Bällchen, Heiltrank und wieder ein Reparaturwerkzeug. So, und wir sollen ja hier eine Bandkugel rauskriegen. Und dann auch so ein Alraunchen werfen, damit wir die Alraunen Sprossen bekommen. Okay. So. Also jetzt zum Beispiel hier würde ich jetzt nicht porten. Kein Windwandeln anwenden, sondern wirklich laufen. Na, es ist natürlich jetzt die Stelle, wo man auch ein bisschen geblockt ist mit dem Schnelllaufen leider. Haltet sich leider erst ein bisschen später ein, damit man wieder schnell laufen kann. Und jetzt da. Weil wenn wir nämlich da unten sind und diese Quest abgegeben haben, müssen wir nämlich der nächsten Quest, und die ist ein bisschen weiter weg. Und da ich da nicht hinlaufen will, sondern windwandeln möchte, laufe ich hier lieber dieses Stück und windwandel dann eben zur nächsten Quest. Also für mich war das immer die bessere Option. Aber man kann natürlich auch dorthin wandeln und dann hoch zu diesem Yonkai-Kommando Osten laufen. Ist vielleicht auch teilweise Geschmackssache, was man lieber mag. Zeitlich habe ich es jetzt nicht gemessen, um zu sein, was schneller geht. Aber da ich es halt jetzt schon so gewohnt bin und so auch in mir drin ist, weil ich ja auch schon teilweise ein paar Gras gelevelt habe. Mache ich das, wie ich es halt gewohnt bin. Ah, die Alraunensprossen. Dadurch bleibt das Blitzfeuer das ganze Fest lang erhalten. So, dann rück mal raus hier, das Silberwappen. Ah ja, das Wappen. In Wahrheit habe ich es nicht. Boah. Töpferlegenden zufolge bestellte Mushin das Silberwappen vor tausenden von Jahren. Es ruht nun bei seinen Nachfahren, der Familie Mu, im Himmelslicht. Okay. Kann man da nochmal so ein tolles Ding herstellen? Als wäre es so einfach. Das Silberwappen ist bestimmt noch in Himmelslicht. Es ist kostbar und wurde für Mushin selbst gefertigt. Er war einst ein großer General der Nareyu, müsst ihr wissen. Okay. Und wo sind denn die Nachkommen? Wie könnte ich? Das geschah alles vor vielen Jahrhunderten. Oberst Yonkai beaufsichtigt diese Region und führt bestimmt Aufzeichnungen über die Einwohner von Himmelslicht. Hm. Er besucht gerade einen Stützpunkt in der Nähe. Geht und fragt ihn nach der Familie Mu. Oberst Yonkai mal wieder hier auf dem Plan. War gut. Und jetzt können wir nämlich zum Beispiel hier windwandeln zu diesem Yonkai-Kommandoposten. Entweder müsstet ihr halt jetzt laufen, sage ich mal, hier hoch. Oder so wie ich das jetzt, da ich jetzt zum Glück nicht hierher windwandelt bin, kann ich hier eben direkt hinwandeln. Ohne hier diesen kompletten Weg ablaufen zu müssen. Aber wie gesagt, weiß nicht, ob das jetzt einen großen zeitlichen Unterschied macht. Zumindest jetzt bei mir wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt ja, wie gesagt, auch diese ganzen Quests durchgehe und auch durchlaufen lasse und nicht einfach schnell durchklick. Da macht es dann vielleicht schon einen Unterschied. So, und dann sind wir nämlich auch schon hier und reden mal mit unserem Tanten Oberst Yonkai. Habt ihr meinen Mushins Erbe gefunden. Da ihr es mir nicht zeigt, seid ihr wohl noch eifrig bei der Arbeit. Ja, sozusagen. Könnt ihr mir ein bisschen was von dieser Familie Mu berichten? Aus Dorf Himmelslicht? Warum sollte ich meine Zeit mit diesen Leuten verschwenden? Ich nutze mein Geld für wichtigere Dinge, wie die Suche nach dem Erbe. Vergesst all das. Konzentriert euch auf die Suche nach Mushins Erbe. No. Findet das Erbe oder Menschen sterben. Ja, ja, ich weiß, du willst hier ansonsten die Sandsteinzuflucht die Leute dort töten. Das wollen wir ja nicht. Also sprechen wir mal mit Soa, ob die was weiß. Wir haben ein Problem. Ich fand Jewel beim großen Brennofen. Sie fragt herum nach der Familie Mu und ihren Nachkommen. Okay, Jewel sucht ja auch danach. Sie hat Obertöpfer Pochung in die Mangel genommen. Er erzählte ihr von Himmelslicht und dass dort früher einige der Familie Mu lebten. Ich ging nach Himmelslicht, um Jewel zuvorzukommen.
Ich fragte nach der Familie Mu, aber ohne Erfolg. Und jetzt seid ihr hier. Sucht ihr auch nach Mushins Nachkommen? Ja, weil wir könnten nur das Silberwappen winden. Tja, wenn der Nachkomme in Himmelslicht war, könnten ihn die Grimhorn haben. Das Dorf transportiert Vorräte für Yonkai. Vor kurzem griffen die Grimhorn ihre Karawane an. Sie halten niemanden gefangen, sie fressen sie. Wenn noch Gefangene leben, sind sie in der Küche der Grimhorn oder beim Altar des Recken. Ihr geht zum Altar, ich gehe zur Küche. Alles klar. Dann suchen wir sie mal. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier oben ist der Altar. Soa geht angeblich hier rein, in die Grimhorn-Küche. Und dann geht halt da oben hin. Ja. Ich kann mich immer so schlecht ignorieren hier, die Leute. Außerdem fliegen die mit Tippspeilen rum. Jetzt sollte das funktionieren, hier so durchzukommen. Ah, ja gut, hat geklappt. So, dann. Oh, hier ist sogar noch jemand. Oh, Rotia. Ein Astromant, Level 35. Ab zum Altar der Rechten. Eine Feldquest hat begonnen. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt theoretisch auch ein Dungeon, wo man den Boss klopfen könnte. Aber wir sind ja nur hier für die Mainquest. Ein Möchtegern-Held, was? Egal, warum ihr hier seid, geht mir nur aus dem Weg. Okay. Aber Hauptsache eine Begleitquest draus gemacht. Mit dir. Du auch noch und du auch noch. So. Jetzt haben wir das auch erledigt. Da sind die Bewohner nochmal. Wir helfen ihnen mal, wenn sie es schon nicht macht. Dann bekommen wir vielleicht die Info. Moment, arbeitet ihr für Yonkai? Mehr oder weniger, ja. Ich bin euch dankbar. Aber bitte überbringt Yonkai eine Nachricht. Sagt ihm, dass Himmelslicht nicht länger seine Vorräte transportiert. Es ist zu gefährlich. Okay, aber kennst du zufällig jemanden aus der Familie Mu, mein Freund? Diese Frau Juwol fragte mich das auch. Die Familie Mu wurde im Talos-Stratos-Krieg ausgelöscht. Weder in Himmelslicht noch anderswo ist noch jemand. Das ist sehr schade. Die Familie Mu war ein Clan von Kriegern. Aber der Krieg war lang und verlustreich. Alle außer Yesana starben. Sie erwartete ein Kind. Yesana? Sie erwartete ein Kind? Aber nach Kriegsende wurde Himmelslicht von Nachtklingen angegriffen und Yesana getötet. Man fand ihre Leiche nahe dem Lotussee. Gibt's aber ihr Nachkömmling sozusagen noch, oder nicht? Ihre kleine Tochter starb mit ihr. Wo Yesana starb, wächst jetzt eine Lotusblume. Einige behaupten, dort ihren Geist wandeln gesehen zu haben. Ihr Geist wandelt umher, weil man ihr nicht die letzte Ruhe gab. Ich schaffte es nicht wegen der vielen Grimhorn dort. Würdet ihr den Lotus suchen und ihren Geist heimkehren lassen? Wir können es auf jeden Fall mal versuchen. Wir müssen uns erst wieder sammeln. Wir treffen uns später im Himmelslicht. Okay. So, jetzt gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, hier wieder zurückzuwandeln. Ich laufe das Stück immer wieder, weil wir dann hier hoch zum Yonkai-Vorhutlager wieder zurück wollen oder müssen. Deshalb laufe ich normalerweise dieses Stück auch wieder zurück. Und Windwandel dann, weil wie gesagt, wir haben ja ansonsten wieder einen Cooldown drauf. Und dann müssten wir uns hier wieder durch diese ganzen Grimhorn-NPCs schlagen. Und damit das früher und jetzt immer noch ein bisschen lästig ist alles, mache ich das auf diese Art und Weise.
Und der Kollege steht auch noch hier rum. So, schauen wir mal, ob wir hier einigermaßen gut durchkommen. Wo nicht? Aber das habe ich gemeint, man kann sie eigentlich kaum ignorieren. Also ich zumindest nicht, weil mich nervt das dann. War jetzt noch jemand? Ja, noch einer. So, lass mich in Frieden. Dann kann ich nämlich auch nicht schnell rennen. Oh, nicht schon wieder. Nicht so gut gelaufen wie sonst, aber was soll's. Junkai, mein Freund. Also, Mushins Erbe. Habt ihr es? Nein. Aber Himmelslicht will sich gegen euch stellen. Natürlich tun sie das. Jong-won möchte ein harter Kerl sein. In Ordnung. Aber es wird ihn etwas kosten. Jeden 10. Mann in Himmelslicht. Klingt fair, meint ihr nicht? Meine härtesten Männer werden ihnen grenzenlosen Schmerz zeigen. Es wird ein nie dagewesenes Blutbad. Jetzt findet das verdammte Erbe. Okay, überzeugt. So, also wie gesagt, da wir jetzt hier gelaufen sind, können wir nämlich heute hier jetzt auch gemütlich einfach hinwandeln. Anders, da hätten wir jetzt hier durch die Grimhorn-NPCs nämlich wieder durchrennen müssen. Das ist für mich immer ein bisschen lästig, oder ich mag das nicht, deshalb windwandle ich hier lieber. So. Ah, hier ist Oha wieder. Schauen, dass sie spricht. In der Küche war niemand namens Mu. Jedenfalls niemand, der noch lebte. Habt ihr was gefunden? Nicht, aber Chang Chong-won hat es mir gesagt. Ein Lotus? Der See wurde von den Grimhorn verflucht. Es reicht nicht, eine Blume umzusetzen, um ihren Geist zu befreien. Ihre Talismane machen die Grimhorn immun gegen den Fluch. Besorgt einige davon. Talismane? Okay. Die Talismane, das heißt, sie müssen hier zu den roten Gebieten. Okay. So, die Talismane der Hexendoktore. Oh, hier gibt's große Monster. Eins weniger. So, Hexendoktore brauchen wir. So, hätten wir schon mal ein Talisman. Brauchen wir noch zwei Stück. Nur noch eins. Ich glaube, hier oben war das relativ einfach. Dann haben wir unser... Was? Was vergessen? Ich hab's nicht aufgesammelt. Oh. Nicht aufgepasst, Mensch. Freund, der Liebe. Der gepennt. So, jetzt aber. Der gepennt und du, mein Freund, bist im Weg. Gucken, ob es funktioniert. Yep. Ah, sehr schön. Hat funktioniert. So. Zurück zu Soha. Meister Hong wäre stolz darauf, dass ihr dieser Frau helft. Bitte, ich habe die Talismane zusammengeschnürt. Bringt sie zum Lotus beim Lotussee. Ich werde zum großen Brennofen gehen, um mehr über das Silberwappen zu erfahren. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Okay. Also wir gehen jetzt mit diesem Talisman hier zu diesem Lotus.
und versuchen hier die zu befreien, mehr oder weniger. Oder freizulassen. Mal schauen, wie wir da am besten durchkommen oder ob wir da gut durchkommen. Ich hoffe es. Ja. Komm. Oh, jetzt ist er schon wieder. Und wir auch. Oh. Mal so. Gucken, ob es was bringt. Jetzt hier einigermaßen gut durch die ganzen Jäger oder wie die sich hier schimpfen, durchkommen. Bling, bling. Lasst mich in Frieden. Aua. Das war nix. Aha, Glück gehabt. So. Auch zum Lotus. So, da ist er doch schon. Hier ist der Lotussee. Oh, hier ist Yara. Aus dem Brugbild. Was macht die denn hier? Ich habe euch sicher nicht am Lotussee erwartet. Tja, wir uns wahrscheinlich auch nicht. Hier starb vor Jahren meine Schwester. Ich komme her, um zu beten, mich zu erinnern und um mich um den Lotus zu kümmern, der aus ihrem Grab wächst. Was führt euch hierher, Jian? Okay, das ist ihre Schwester. Wo in diesem Lotus steckt, gut zu wissen. Chang Chong Won bat mich, den Lotus nach Himmelslicht zurückzubringen. Ich verstehe. Vielleicht ist es so das Beste. Ein Lotus sollte gesehen, geteilt und geschätzt werden. Aber dieser Ort wurde von den Grimhorn verflucht. Bewegen wir die Blume, töten wir sie. Ich habe die Talismane gesammelt, der Hexendoktoren. Vielleicht können die Talismane den Fluch brechen. Hoffen wir es mal, wir können sie mal ausprobieren. So, schauen wir mal. Wird spannend. Ja, hier ist Hana. Ist sie rausgekommen? Meine Gebete wurden erhört. Vielleicht kann ich jetzt Frieden finden und weitermachen. Wie kann ich euch danken, Jian? Indem ihr mir vielleicht etwas über diese Familie Mu sagen könntet, das wäre natürlich sehr hilfreich. Als ich Mu Yong heiratete, wusste ich wenig über die Familie Mu. Erst nach der Geburt unserer Tochter erfuhr ich, dass sie Verbindung zu Mu Xin und einer Legion schattenloser Soldaten hatten. Mein Mann starb im Krieg gegen das Talusreich. Ich hatte keine Zeit zu trauern. Gleich tags darauf kamen Nachtklingen ins Dorf. Sie löschten die letzten Spuren der Familie Mu aus und stahlen Mu Xins Artefakte. Ist nicht gut. Ich floh in die Sümpfe. Als ich zwei schattenlose Agenten sah, flehte ich sie um Hilfe an. Ein Dolch ließ meine Worte verstummen. Meine Familie wurde verraten. Nicht nett. Einige werden glauben, dass mich die Grimhorn umbrachten. Vielleicht vertrauen sie den Schattenlosen so wie ich zuvor. Blutend griff ich nach meiner Tochter. Dann fand mich ein Mann. Er wiegte meine Tochter, als wäre sie seine eigene. Jehara, meine Schwester, ich weiß, dass ihr weiter nach meiner Tochter sucht. Bleibt tapfer und lasst das himmlische Reich eure Schritte leiten. Ich mag fort sein, aber meine Liebe zu euch und meiner Tochter bleibt. Bitte tragt diese Kleidung zu meinen Herren. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Okay, dann schauen wir mal. Wir müssen nämlich eine wieder auswählen. Sagen wir, nehmen hier die Weiße. Gefällt mir persönlich besser. Ja, so. Ich will mal seine eigentlich auch gleich anziehen. Und die hier verschieben in die Garderobe. Die wir diesen Platz zumindest nicht verschwenden, in Anführungszeichen. Sprechen mit Yihara. Mein Leben ist meine Suche, die all mein Tun beherrscht. Ich studiere Nario-Texte und spreche mit jedem Fremden, der ins Trugbild kommt. All das dient nur einem Zweck, meine Nichte zu finden. Hey. Meine Nichte ist die letzte aus der edlen Familie der Mu. Das Blut der himmlischen Faust fließt in ihr.
Viele würden sie benutzen, um Mushins Kräfte zu erlangen. Aber irgendwie spüre ich, dass ich euch vertrauen kann. Dann ist ja gut. Sollte eure Suche etwas über die Familie Mu oder meine Nichte aufdecken, bitte ich euch demütig, es mir zu sagen. Das ja, das werden wir natürlich tun. Und bitte nehmt auch den Lotus und ehrt Zhang Zhanwans Wunsch. Ihr Shanna und ihr Mann lebten in dem Dorf Himmelslicht. Dort müsstet ihr sie finden. Okay, alles klar. Machen wir das, dann besuchen wir sie mal im Dorf Himmelslicht. Und hoffen, dass sie uns auch wieder ein bisschen mehr Infos geben können. Ein Knurrochse. Okay. Ah, ein Dorf Himmelslicht erreicht. Sehr schön. Nach links müssen wir. Oh, da ist ja unser Kollege wieder, den wir befreit haben. Ihr habt den Lotus gefunden. Danke. Ja, wir haben es gefunden. Kein Problem, mein Freund. Das bedeutet mir viel. Es beschämt mich, denn schon seit wir Kinder waren, habe ich Yesana geliebt. Ich verbarg meine Gefühle, weil sie Mu Yong liebte. Ich wollte, dass sie glücklich ist. Ich weiß, dass es nicht Mu Yongs Schuld war, aber wäre sie bei mir geblieben, würde sie vielleicht noch leben. Wenigstens kann ich mich jetzt so an sie erinnern. Habt Dank. Wie gesagt, kein Problem. Oh, Mutter wünscht, mit euch zu reden. Alles klar? Wow, jawohl. Endlich Level 36. Juhu. Wir können endlich die komische Marktquest abschließen. Aber erst reden wir nochmal hier mit seiner Mutter. Beziehungsweise mit Zhang Jiu. Dafür werde ich ewig in eurer Schuld stehen. Mein Jüngster ist alles, was mir bleibt. Der Krieg traf unser Dorf hart. Kann ich etwas für euch tun? Vielleicht wisst ihr noch was über dieses Silberwappen. Das Silberwappen der Familie Mu? Oh, daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Wir nannten sie die Mu, aber es waren Nachfahren der Nariu. War das Wappen nicht ein Grabschmuck? Ich bin ein einfacher Bürger. Von den Angelegenheiten der Mu wusste ich nichts. Aber Mu Yong hatte viele Freunde. Bevor Mu Yong in die Schlacht zog, schrieb er in seinem Testament auf, was mit dem Familienanwesen geschehen soll. Und übergab es seinem Freund Zhu Lu. Zhulu, okay. Auch Zhulu war im Krieg, aber er lebt noch und ist ein Mitglied der Bok-Gong-Bruderschaft. Er könnte es noch haben oder wissen, wo es ist. Na, das ist doch immerhin mal etwas. Sucht im Bok-Gong-Versteck nach Zhulu, aber Vorsicht. Nach dem Talos-Stratos-Krieg wurden viele der überlebenden Soldaten wahnsinnig. Wahnsinnig? Okay. Denkt daran zu essen. Dann sind wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Oder auch nicht. Oh, haben wir irgendwas? Gehen wir kurz zum Lager. Unser Lagerhaus ist geräumig und sicher. Wir passen für euch auf eure Lieferung wird sicher ankommen. Sollte schon gewesen sein. Dann gehen wir mal in das Bogon-Versteck. Gucken mal, ob wir da drin Zulu finden. Der uns vielleicht weiterhelfen kann hier mit diesem Testament. Vielleicht weiß er ja noch, wo es ist, oder hat sogar. Es sind schon wieder eigentlich NPCs. Den Weg wieder freigeräumt. Und auf in die nächste Höhle oder Dungeon. Eine Feldquest hat begonnen. Momentan nicht mehr. Kann ich den Loot mitnehmen? Recht hilfreich. So. Oh, jetzt haben wir hier auch noch ein paar Kollegen.
Bleibt nur noch einer übrig. So, mein Freund. Hulu. Dann sprich mal. Kommt ihr aus Himmelslicht? Ich kann niemals zurück. Habt ihr Mujongs Testament, mein Freund? Mujong? Mein Freund? Er ist tot. Sein Testament? Wozu braucht ihr es? Wer seid ihr? Das ist wichtig. Mach hin, ne? Ich kann nicht denken. Das Testament? Ich traue niemand. Nicht mal mir selbst. General Gubong hat es. Der General. Aber er ist tot. Alles ist tot. Ihr habt sie getötet. Was? Ihr labert doch Müll. Dann hier nochmal ein bisschen links, rechts und so auf die Backen. Bringt halt leider nichts. Deswegen kann er uns auch nicht mehr erzählen. Hier laufe ich nochmal auch zurück. Wie gesagt, das hat ein bisschen damit zu tun, wenn man das Ganze ein bisschen schneller durchlevelt, dass man ansonsten halt nicht Wind wandeln kann direkt, beziehungsweise eben einen Cooldown drauf hat und man dann laufen müsste. In unserem Fall, wie gesagt, da wir ja auch ein bisschen die Quests laufen lassen und uns das auch alles anhören, kann das natürlich auch andersrum Sinn machen oder mehr Sinn machen. Und halt jetzt mal so, wie ich es gewohnt bin. Und hoffe, dass das genauso gut funktioniert. Mal gucken. Ja, Besonderes. Reden wir nochmal mit ihr. Mit der Mutter. Also, was hat Chulu gesagt? Er sagte, General Gubong würde es bewachen. General Gubong? Er war ein fähiger General und Krieger. Er war der Stolz unseres Dorfes. Wenn er kämpfte, türmten sich die Leichen seiner Feinde wie Berge auf. Okay, General Gubong kommt also hier aus Himmelslicht. Aber Erfolg im Krieg bedeutet nicht Erfolg in der Politik. Er stieg zu schnell auf und hatte die falschen Freunde. Sie verrieten Gubong. Er wurde wegen Hochverrats hingerichtet. Oha, das ist natürlich doof. Wir errichteten zu seinen Ehren eine Statue, aber als Yonkai sie sah, wurde er wütend und schlug sie in Stücke. Chulu meinte wohl Gubongs Statue. Es befand sich ein Opferstock in ihrem Innern. Ich wette, dass es dort ist. Okay. Der Statue hat sich lange niemand mehr genähert. Alle fürchten sich vor Yonkai. Die Scharniere des Grabstocks sind moosüberwachsen. Aber ich habe eine Idee. Ja. Nehmt draußen den Topf mit kochendem Wasser und gießt es über die Statue. Das wird das Moos entfernen. Es war längst Zeit, Gubongs Statue mal zu reinigen. Okay. Wir können uns nicht ewig vor Yonkai fürchten. Bisschen heißes Wasser über Moos und schon ist das weg. Ist gut. Das müsste das heiße Wasser sein. Ja, hiermit sollte man nicht so lang in den Händen rumrennen, weil wie man sieht, zieht das nämlich LP ab. Das heißt, wenn man hier nicht aufpasst und AFK oder so geht, kann man auch daran sterben. Oh, wie sauber es auf einmal war. Ja, wir wollen ja hier das Testament inspizieren. Ihr habt einen neuen Questgegenstand erhalten. Inventargewande, dann lesen wir mal. Dies ist das Testament von Mujong, Nachkomme der Familie Mu. Ich muss das Erbe meiner Familie bewahren. Ihre Artefakte dürfen nicht im Lauf der Zeit verloren gehen. Ich hoffe, dass ihr, der ihr dies lest, ehrenwerte Absichten verfolgt. Mushins Erbe kann die Welt von Verderbtheit reinigen oder sie in ihr versinken lassen. Daher hoffe ich, dass ihr euch richtig entschieden habt. Nach reiflicher Überlegung vertraute ich den Schattenlosen das Silberwappen und das Goldwappen an. Sie beschützten zuerst Mushin und dann die Familie Mu. Bei ihnen sind die Wappen gut aufgehoben. Okay, in den Schattenlosen sollten wir eigentlich also das Zeug finden. Bevor der Talos-Stratus-Krieg Himmelslicht erreichte, verkündeten sowohl Unhak von der Lotus-Fraktion als auch Gumjung von der Orchideen-Fraktion der Schattenlosen lautstark, die Wappen zu beschützen. Die Wappen gewähren Zugang zu Mushins Erbe und müssen beschützt werden.
Sucht Unhak und Gum-Jung, um die Wappen zu erhalten. Okay, dann gucken wir mal, ob wir diese zwei Leute finden. Wer auch immer Mushins Erbe finden mag, soll damit Frieden bringen. Von Kriegen und Verderbtheit haben wir genug. Das ist eigentlich wünschenswert, ja. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurücklaufen. So. Ah, und wie ihr sehen könnt hier, ich habe jetzt ein bisschen Leben verloren. Aber nehme jetzt nicht gleich einen Heiltrank oder so, weil die generieren sich eh jetzt im Laufe des Levels eh wieder. Und auch durch ein paar Fertigkeiten gibt es dann teilweise auch ein bisschen LP zurück. Und daher nehme ich da jetzt auch keine Tränke oder sowas. Da sie am Anfang auch ein bisschen teuer sind für neue oder Einsteiger. Ich glaube, ich hatte es ja mal gezeigt. Es ist gerade gar nicht mehr. Wir können ja nochmal gucken, was die kosten am Anfang. Und wie viel ihr eigentlich am Anfang nur an Kohle habt. Deshalb da vielleicht ein bisschen zurückhalten, wenn nicht unbedingt nötig. Was besagt Mojongs Testament? Dass die Schattenlosen die Wappen haben. Die Schattenlosen? Ich hörte von ihnen, aber ich weiß nichts über sie. Aber Yonkai müsste sie gut kennen. Er befahl seinen Soldaten, die Nario-Ruinen einzunehmen. Aber die Schattenlosen halten sie in Schach. Okay. Yonkai wäre froh, wenn ihm jemand dieses lästige Problem vom Hals schafft. Fragt ihn. Er wird euch bestimmt alles erzählen, was er weiß. Ja, und Yonkai mal wieder. Er hat, glaube ich, auch überall seine Hände im Spiel. Wieder ein Level Up. Jetzt sind wir sogar schon Level 37. Gucke ich aber gerade mal, ob hier noch ein üblichen Händler rumsteht. Ja, hier steht sogar einer. Und ob der... Tolles Einkaufswetter, nicht wahr? Genau, also hier sieht man zum Beispiel so ein Heiltrank kostet halt am Anfang mal hier 6 Silber. Oder so ein Bällchen kostet auch knapp 6 Silber. Und von daher, ja, würde ich da mit ein bisschen vorsichtig umgehen oder bedacht, sage ich mal besser. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt am... Obwohl wir jetzt schon Level 37 sind, haben wir nur 38 Silber eigentlich. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Ja. Und deshalb da ein bisschen mit Bedacht handeln. Und nicht gleich, weil ihr mal 10% HP verloren habt oder so, gleich hier die Tränke reinzuschmeißen wie ein großer. Weil wenn ihr keine mehr habt, das ist ein bisschen problematischer. So, und jetzt, wie gesagt, deshalb bin ich jetzt auch zurückgelaufen, weil jetzt kann ich hier schön gemütlich hinwandeln. Anders, da wenn ich das, wie gesagt, in Schnellleveln gemacht hätte oder in schneller Weise, hätte ich jetzt nicht hinwandeln können und hätte hier da diesen ganzen Weg hier hin laufen müssen. Deshalb das eventuell vielleicht ein bisschen auch im Hinterkopf behalten, wenn man ein bisschen, also schnell leveln will und jetzt die ganzen Texte einfach überspringt, dann geht das ja relativ flott. Und dann sollte man das vielleicht so auf diese Art und Weise machen. Weil man, wie gesagt, ansonsten hier entweder warten muss, bis der Cooldown wieder weg ist. Oder halt hinlaufen müsste. So. Sprechen wir. Achso, Yonkai ist gar nicht da. Sprechen wir halt mal mit diesem jungen Mann. Habt ihr Mushins Erbe für den Oberst gefunden? Noch nicht. Erzählt mir lieber mal was von diesem Unhak. Unhak? Hat Unhak Mushins Erbe? Er ist im Mausoleum der Schattennebel. Wenn ihr dem Oberst das Erbe bringt, werdet ihr fürstlich belohnt. Das mag ja sein. Enttäuscht den Oberst nicht. Mich interessiert aber eher mal hier diese anderen zwei Leute. Okay. Wir hier in dieses Mausoleum. Sozusagen eigentlich auch wieder eine Höhle oder ein Dungeon in dem Sinn. Oder ist das ein Dungeon? Ich glaube, das ist sogar nur eine Höhle. Das hier wäre jetzt ein Dungeon. Wir müssen aber nicht in das hier. Wir müssen in das, was dahinter liegt. Wir müssen hier rein. So. Ich glaube, hier gab es wieder diese komischen Nachtklingen. Ich hab's doch gewusst.
Also sie. Man sie sicherlich mal unsichtbar machen können. Oder auch unsichtbar sind. Und dann kann man sie halt auch teilweise nicht angreifen. So, zumindest nur mit speziellen Fähigkeiten trifft man die dann sozusagen auch. Wenn man jetzt... Kann man schlecht zeigen. Aber weil man kann halt nicht alle Sachen verwenden, wenn man jetzt kein Ziel hat. Zum Beispiel hier diese Sachen. Die sind halt jetzt ausgegraut, das heißt, die kann man nicht verwenden, weil man halt kein Ziel hat. Kein Objekt, irgendwas. Und deshalb kann man halt... Will ich jetzt nur mit diesem C-Skill oder mit 3 oder mit Tab, kann ich jetzt nur hantieren, wenn jetzt hier eine Kartklinge ist, so wie... Hier müsste gerade irgendwo einer rumstehen oder rumlaufen hier. Immer so ganz schwach, so ein bisschen im Schwimmern. Ne? Und dann kann man das halt nur, enttarnen, sag ich mal. Und das da wird das ein bisschen schwierig, da muss man warten, bis sie dann wirklich auftauchen und dich angreifen. So. Haben wir ein Silberwappen. Yay, sehr schön. Die Kiste machen wir natürlich auch auf. Wir haben ja noch Schlüssel. Dann wieder ein Bällchen und 2 Heiltränke. Und der ist der Jagdan hier. Unser trinkender Weltliche. Seid ihr hinter Mushins Erbe her? Wozu braucht ein Hongmun-Schüler solch eine Macht? Ja, zur Rettung der Sandsteinzuflucht. Sorry, wenn es jetzt gerade ein bisschen geknackt hat. Ich habe mir wieder was zu trinken eingeschenkt. Wie ehrenwert ihr doch seid. Aber ich glaube das nicht. Ihr seid voller Hass. Ihr wollt Mushins Kräfte, um Rache zu üben, nicht wahr? Lügt nicht. Meine mächtige Nase kann Lügen riechen. Oh, ich würde immer noch sagen, so beides. Ihr werdet es nicht finden. Ihr habt das Silberwappen, aber ihr braucht noch Mushins Blut, um sein Grab zu öffnen. Und alle Nachfahren sind tot, ausgelöscht. Und ihr müsst noch das Goldwappen finden. Naja, Nachfahre soll ja noch existieren angeblich. Das Goldwappen finden wir bestimmt auch noch. Ich weiß, wo das zweite Wappen ist, aber ich sage es nicht. Wir versteckten Mushins Erbe aus gutem Grund. Wir sind schließlich weise und ziemlich klug. Wenn du meinst. Klar, ihr möchtet jetzt dieses Dorf Dingsdarstein retten. Aber was werdet ihr tun, wenn ihr erst über göttliche Kräfte verfügt? Diese Kräfte bringen das Böse im Menschen hervor. Beendet die Suche. Ja, hatte ich eigentlich nicht vor. Hier kann man jetzt entweder... Ja, hier ist es auch wieder so eine Geschichte, wie man es halt machen möchte. Ich kann mich jetzt natürlich hier hin porten. Dann müsste ich hier runterlaufen, weil ich glaube, die nächste Quest wäre hier wieder im großen Brennofen. Oder man läuft halt dahin und teleportet sich dann dahin. Und ich habe es halt immer so gemacht, ich bin hier rausgelaufen und bin sogar auch noch diesen Weg hier gelaufen. Ich glaube, wir können das sogar machen. Wir können, glaube ich, hier sogar Wind wandeln. Wenn ich mich nicht irre, das testen wir jetzt einfach mal. Dann schauen wir mal, ob das stimmt. Das müsste noch funktionieren. Aber dann zum nächsten Quest müssten wir laufen oder fliegen. Und dann könnten wir wieder Wind wandeln. Ich glaube, das müsste sogar so rum funktionieren. Hoffe ich zumindest. Dass das von der Zeit her passt. Ich mir erst nochmal hier mit Yonkais Handlanger. Ich. Was? Was ist das? Das ist nicht Mushins Erbe, Holzkopf. Das ist nur ein Klumpen Metall. Ja, ich habe aber schon mal das Silberwappen, mein Freund. Euer Verhalten verschlimmert die Situation nur. Immer wenn ihr den Oberst enttäuscht, lässt er die Bewohner von Sandstein dafür büßen.
Nach eurer Abreise ließ der Oberst die Hälfte der Bewohner in den Minen zu Tode schuften. Er schleifte ihre Leichen in die Stadt und zündete sie an. Ihr Blut klebt an euren Händen. Jetzt ja, aber hier mit diesem... Boah, er lässt uns nicht mal ausreden, der Sack. Diesem Silberwappen, komm mal doch dahin, Mensch. Oder zumindest teilweise. Also wie gesagt, ich laufe jetzt hier. Ich habe mich jetzt gebordet. Wir haben ja jetzt noch einen Cooldown drauf. Das heißt, wir rennen da jetzt zur nächsten Quest. Oder fliegen oder wie auch immer. Und bis wir dort sind, sollte der Cooldown nämlich wieder weg sein. Und dann können wir zur nächsten Quest nämlich wieder unseren Windwandeln verwenden. Also, weil ich das richtig im Kopf habe, wäre die nächste Quest wieder bei Jeharas Trugbild. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Zumindest habe ich das noch so im Kopf. Ja, deshalb hoffe ich jetzt, dass ich das nicht durcheinander bringe. So, nochmal ein bisschen üben. Zwischendurch. Dass man nicht einrostet. Da ich ja, wie gesagt, doch eher das Kämpfen erstmal so ein bisschen nebenan stelle. Und lieber den Kämpfen erstmal aus dem Weg gehe. Zumindest wenn möglich halt. Und wenn ich nicht gerade irgendwo fail. So. Mal gleich wieder zurück beim großen Brennofen. Okay, das haben wir bekommen. So, dann reden wir hier mal nämlich mit Suha. Ja, jetzt ist alles alle. Und was jetzt? Hey, Grünschnabel, warum das lange Gesicht? Tja, wir sollten nämlich mal Yonkai erledigen. Hey, mein Freund, auch ich würde Yonkai gerne als Blutfleck im Sand sehen, aber so folgt ihr dem Weg der Rache. Das ist es, ja. All der Hass und die Wut, es verzehrt eure Seele, erinnert euch an Meister Hongs Lehren. Mitgefühl, Gerechtigkeit, Selbstlosigkeit. Wenn ihr Yonkai tötet, wäre das alles vergessen. Das ist richtig und ich weiß es auch. Außerdem habe ich aber das Silberwacken gefunden. Hey. Prima, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Jetzt retten wir die Sandsteinzuflucht ganz sicher. Meister Hong wäre stolz. Geht ins Trugbild zu Yunhua und erzählt es ihr. Und ruht euch mal aus. Nach ein wenig Schlaf sieht die Welt meist weniger düster aus. Ah, die ist doch noch richtig im Kopf. Dann sollen nämlich jetzt wieder zurück zum Trugbild zu Yunhua. Und hätten wir das jetzt anders gemacht, müssten wir jetzt hier warten auf unseren Cooldown. Und könnten jetzt nicht direkt hier hinspringen, wie wir das jetzt können. So, natürlich hier Fate and Soul. Ladescreen, Ladescreen, das ist der tolle Ladescreen. Ich glaube, ich sollte aufhören. So, zurück im Druckbild. I love Blackie. Kung-Fu-Meister, Stufe 45. Dazu brauchen wir noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Stufe 46. Gehen wir erstmal ins Trugbild und sprechen mit Yunhua. Das ist ja unsere Quest eigentlich. Oh, ein Ariel-Atros und was auch immer. So, auf zu Yunhua. Oh, Cutscene.
Den kennen wir doch. Der Verräter Lusung. Aua. Drecksack. Warum tötet Jin Su-Yong euch eigentlich nicht? Grüßt den Meister von mir, wenn ihr ihn seht. Glück gehabt. Was? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Keine Raufereien in meinem Gasthaus! Nein. Oh. Oh. Mushins Kompass. Sie kennen den Kompass sogar. Und er zeigt hier auf diese Yunhua. Das ist doch noch geklaut hier, der Kollege. Oh, seid ihr verletzt? Nur ein Kratzer. Kein Grund zur Sorge. Oh, gut. Aber wenn ihr hier noch einmal Ärger macht, fliegt ihr raus. Ah, natürlich. Immerhin ist der Fächer diesmal ganz geblieben. Ja. Mushins Kompass zeigt auf Mushins Blutlinie. Heißt das etwa... Ja, ich nehme mal an, dass das das heißt. Das kam so überraschend. Meine Hände zittern noch immer. Joa. Dann reden wir halt jetzt mit Yunhua, nachdem wir mal wieder überlebt haben, glücklicherweise. Durch die Hilfe von Yara, die zu uns Hilfe gerettet ist. Jetzt habe ich überall blaue Flecken. Gut, dass ihr und Yihara hier seid. Kennt ihr diesen Kerl? Leider ja. Ich glaube, er war es, der mir gefolgt ist. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mushins Erbe suchen. Ach, ich hoffe, ihr habt gute Neuigkeiten. Ja, wir haben das Silberwappen gefunden. Ihr seid mein Glücksbringer. Alles klappt wie geschmiert, seit ihr hier seid. Jetzt können wir das Goldwappen finden. Ich hoffe es. Glaubt ihr, dass der Kerl noch einmal auftaucht? Das wäre schlecht. Dann hätte er beide Wappen. Wartet, könnten wir nicht Yihara um Hilfe bitten? Könnten wir? Sie kann ja richtig gut kämpfen. Habt ihr gesehen, wie sie den Kerl abgefertigt hat? Ob sie uns hilft? Mir würde sie wohl nicht helfen. Nun, ich schulde ihr ein wenig Geld, aber euch mag sie. Ihr solltet sie fragen. Können wir machen. Ich zähle auf euch, Glücksbringer. Schauen wir mal, ob sie uns hilft. Und sprechen dazu mal mit ihr. Also. Auf zu Yara. Seid ihr verletzt? Der Mann, der euch angriff, war von dunklem Chi umhüllt. Ich glaube, er wusste, wer ihr seid. Das ist richtig, weil das unser Bruder Lusung ist, der uns verraten hat, beziehungsweise die Hongmon-Schule. Wie kann jemand den ehrenwerten Meister Hong verraten? Es ist sicher eine lange, traurige Geschichte. Ja, sozusagen. Aber bitte beschützt Yunhua für uns. Yunhua? Wer Yunhua etwas antun will, muss erst an mir vorbei. Solange sie im Trugbild bleibt, ist sie sicher. Das ist sehr gut zu hören. Würden nur mehr Gäste im Voraus zahlen. So, jetzt sprechen wir nochmal mit Yunhua, um auch ihr die Info zu geben. Also wieder zurück. So. Tada, da sind wir wieder. Wir haben das Silberwappen. Es gibt kein Zurück mehr. Yihara muss uns helfen. Ja, er hat auch gesagt, sie hilft uns, beziehungsweise beschützt dich. Ja, ihr seid wirklich mein Glücksbringer. Alles läuft nach Plan. Und nun? Auch Yonkai sucht schon nach dem Erbe. Er ist auf der Anhöhe der Raubvögel. Gil soll die Lage dort sondieren.
Okay. Gil könnte schon etwas herausgefunden haben. Geht und sprecht mit ihm. Ich suche hier nach Hinweisen. Alles klar. Dann suchen wir mal Yonkai. Unseren netten Kollegen von nebenan. Und auch Gil. Ob sie mehr Infos für uns haben. Wen müssen wir denn? Wir müssen hier oben hin. Beziehungsweise hier hin. Und das ist sozusagen in der Luft. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Akrobatik machen. Erstmal raus aus Trugbild. Lalala, unser beliebter Ladebalgen. Was auch sonst? Na komm. Das schaffst du. Sehr schön. So. Also wie man hier sieht, also ich mache zumindest das so. Ich laufe hier den fliegenden Felsen hier lang. Man kann natürlich auch hier hinterrennen und den hinteren hochgehen. Das funktioniert genauso. Ich mache es halt von hier aus. Was jetzt besser ist, keine Ahnung. Ich denke mal, wenn man es kann, geht beides. Kann höchstens sein, dass man vielleicht, wenn man jetzt nicht so geübt hier drin ist, man hier vielleicht doch das ein oder andere Mal einen Felsen verfehlt und dann wieder mehr oder weniger von vorne anfangen muss. Dann ist vielleicht der andere Weg, der hintere Weg, vielleicht der einfachere. Sollte jetzt funktioniert haben. Wir sprechen mal mit dem Oberst. Oberst Yonkai. Rechu sagt, ihr vernachlässigt eure Pflichten. Ihr wisst doch noch, was passiert, wenn ihr mich enttäuscht. Ach was? Der labert nur Müll. Viele werden sterben. Am Ende finde ich das Erbe trotzdem. Also frage ich nochmal, wo ist das Erbe? Dort war es auf jeden Fall nicht. Nein? Dann sollte ich jetzt Sandstein niederbrennen gehen. Was meint ihr? Was ist mit Gil? Was mit Gil ist? Der würde nicht mal sein eigenes Hinterteil finden. Er plappert ständig von einem Kind namens Yunhua. Ich ließ ihn mir aus den Augen schaffen. Ihn töten? Das wäre die Mühe nicht wert. Zuletzt hörte ich, dass ihn Zhu Wols Ja-Sager in den Kampfring gezerrt haben. Es war urkomisch. Ist die Frage bloß für wen? Mein bester Leutnant, Zhong Richu, behält euch genau im Auge. Er sieht alles, was ihr tut. Also erledigt jetzt endlich eure verdammte Arbeit. Okay, okay. Ihr habt keine Wahl. Besorgt das Erbe oder Himmelslicht wird ein Friedhof. Ja. Nur mit der Ruhe. Wir sind ja schon auf dem Weg. Mann, Mann, Mann. Immer dieser Oberst hier. So, dann gehen wir mal hier hinter. So, der Feldbus wird gerade geklopft. Knifey. Ja, von dem bekommt man auch Essenzen. Essenzen. Und hier gibt es auch Glücksräder. Kann man auch wieder Klamotten auch immer farmen, wenn man will. Bloß diesen Boss zu klopfen ist ein bisschen ätzend. Weil der immer wieder im Boden verschwindet. Und man dann eigentlich mit Bomben wieder sozusagen hervorlocken muss. Deshalb ist das ein bisschen lästig, diesen Boss zu klopfen und zu farmen. Das sind ja schon die Jahrsager. Das sind eigentlich sowohl Leute. Beziehungsweise auch Oberst Yonkai, seine Leute. Zeigen wir mal Gil hier schnell. Bevor sie es mitkriegen.
Lieber nicht. Was machst du denn hier? Ich geriet mitten in eine alte Blutfehde zwischen den Ja-Sagern und den Lumang. Yun Sang und Jubol trugen einst ein episches Duell um das Territorium aus. Okay. Ihr wisst, warum Jubol eine Augenklappe trägt? Das war Yun Sangs Werk. Er ist ein tapferer Krieger, benutzt aber schmutzige Tricks. Seitdem sind sie auf Rache. Ich hab's nicht gewusst, aber jetzt weiß ich's. Jubol weiß, dass Yun Sang und ich Freunde sind. Sie wollte mich zwingen, Yun Sangs Aufenthaltsort zu verraten, aber er verrät ihn nicht einmal mir. Wir wissen warum. Und wenn ich sein bester Freund ihn nicht kenne, dann kennt ihn niemand. Aber warum erzähle ich euch das? Wir haben dringendere Probleme. Jubol sucht im Dorf Zhao Fang nach dem Goldwappen. Okay, das wollen wir ja auch haben, das Goldwappen. Und woher weiß sie da jetzt schon wieder davon? Es kann sein, dass ich es ihr gesagt habe. Tut mir leid. Ich dachte, es wäre aus mit mir. Ich musste ihr etwas sagen. Sie war wie eine Rachegöttin. Wunderschön und furchtbar. Alles klar. Verstehe ich. Aber genug von dir. Die Zhao Fang fertigten das Goldwappen. Ihr Bürgermeister Vigo muss wissen, wo es ist. Geht in das Dorf Zhao Fang und sprecht mit ihm. Okay, dann müssen wir wohl sozusagen hinterher, auch ins Dorf Zhao Fang. Ich muss ins Trugbild. Junhua muss erfahren, dass Jubol hinter ihrem Vater her war und sie daher auch hinter mir her war. Und wenn Jubol weiß, dass Junhua Junsangs Tochter ist, so wird sie auch hinter ihr her sein. Oh je. Ja, zu kompliziert. So, wo müssen wir hin? Ah, Dorf Zhao Fang. Wind wandeln wir mal schnell. Dann bekommen wir hier unseren tollen Ladebildschirm. Hatten wir ja heute schon so selten. mal kurz auf die Uhr schauen. Ein bisschen Zeit haben wir noch zum Leveln. So, Dorf Zhao Fang angekommen. Level 37 sind wir ja mittlerweile auch. Okay, die Magbiss haben wir immer noch nicht abgegeben. Das können wir ja mittlerweile. Ich glaube, das mache ich dann mehr oder weniger, wenn ich euch den Stream hier beende, mache ich das noch, gebe ich zumindest mal die Marktquest noch ab, dass das auch erledigt ist. Jetzt sprechen wir aber hier mit diesem Vigo. Seid gegrüßt, Zahnloser. Was führt euch in unser Dorf? Mir wurde gesagt, dass das Goldwappen von euch gefertigt wurde. Ihr meint sicher das goldene Emblem, das die Zhao Fang vor Jahrhunderten für die himmlische Faust gefertigt hatten, als die Bäume noch groß und unser Volk noch stark waren. Es war unser Geschenk für Mushin. Ja, und jetzt hab's die Schattenlosen, oder nicht? Die Schattenlosen haben es. Ich weiß nicht, ob sie auch Schatten zaubern können, aber ich kenne ihre Gier. Sie klammern sich wie Giftratten an ihre Reichtümer. Einst waren die Schattenlosen Mushin und seine Nachfahren treu ergeben. Doch Mushin starb, Königreiche zerfielen und die Schattenlosen wurden ehrlos. Jetzt sind sie nichts weiter als Raubtiere. Schade. Ihr strebt nach Macht. Selbst mit beiden Wappen könnt ihr Mushins Grab nicht betreten. Es öffnet sich nur Mushins Nachkommen. Geht zur Holunderrinde und sprecht mit unserem Maschinisten Jeomul. Vielleicht führt er euch auf den rechten Pfad. Den Namen spreche ich lieber nicht aus. Ich glaube, das wird nämlich nichts. okay. Nachkommen wissen wir ja Embel schon, wer da in Frage kommen würde. Hier ist zum Beispiel diese Essenzen, wo ich angesprochen hatte, vom Kneifi. Die bekommt man hier auch durch die Mainquest, 5 Stück zumindest davon. Passt auf euch auf, Zahnloser. Die kann man dann, wie gesagt, bei diesem Glücksrad dann einlösen. Jupp. Ansonsten buchen wir mal hier diesen Kollegen, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte. Was wahrscheinlich nichts werden würde. Der war hier oben drauf, soweit ich noch weiß. Ja. Oh, hier war auch schon jemand.
Und er rennt sogar auch noch mit seinen PvP-Klamotten rum. Da seid ihr ja zahllose. Ich wusste, dass mir eines Tages ein Außenstehender beim Neubau des Kompasses helfen würde. Was für ein Kompass? Ja, den Kompass erneut bauen. Ihr versteht es nicht. Der Kompass kann Mushins Nachkommen identifizieren. Er zeigt auf die Mu-Familie. Er riecht das Blut der Mushin. Ah, der Kompass. Das Original ist seit langem verschollen. Ich baue einen neuen, bevor diejenigen Mushins Erbe finden, die seine uralten Kräfte missbrauchen würden. Ja, den Originalen hatten wir schon mal gesehen. Der Kompass wurde aus den Wurzeln unseres Baumes der Holunderrinde geschätzt. Stand knapp und holt einige Wurzelfasern. Ihr solltet da unten noch den Reiniger aktivieren. Was für ein Reiniger? Reiniger, ja. Der Reiniger schützt die Wurzeln vor dunklen Chi, aber er ist alt und brüchig. Schaltet ihn ein, sonst ist es sinnlos. Okay. Wenn der Reiniger ausfällt, stirbt die Holunderrinde. Wir Jaufrang sind für die Verderbtheit des dunklen Chi besonders anfällig. Daher müsst ihr ihn reparieren. So, was aber auch wieder. Das Schicksal wartet nicht. So, wir machen das mal auf die altmodische Art. Einfach runterspringen. Und hier mitten durchfliegen. wohin müssen wir überhaupt? Oh, ganz hier hinter. Dann gehen wir mal in diese Höhle namens Wurzelweg von Zhao Fang. Ja, ist das wirklich so? Ja, sieht's aus. Und ein Steinbeißer ist im Weg. Ah, der Knurroxer, der macht nichts. Der greift uns nicht an, solange wir ihn nicht angreifen. Und daher alles gut soweit. Und ab geht's. Schauen wir mal, ob wir hier diese Wurzel bekommen. Damit ihr hier einen neuen Kompass bauen kann. Da sind die Wurzeln. Nehmen wir uns doch schon gleich mal mit. Wurzeln und den Reiniger müssen wir noch aktivieren. Gehen wir rechts oder links rum. Sollte egal sein. Wache. Ne, tada. Gibt es auf jeden Fall verderbte Zhao Fang. Das hatte er ja schon gemeint, dass sie sehr anfällig für das dunkle Chi sind. So. Und du auch noch. So. Oh, hier haben wir sogar einen Knurrochsen, der verdorben wurde. Nicht das dunkle Chi. Und ich nehme auch noch mit. Du würdest mich stören, wenn ich jetzt die Truhe aufmachen will. Okay, in Sinistral ist mein Heiltrank Bällchen. Nehmen wir natürlich mit. Und hier ist dieser Reiniger. Oh, sehr schön. Hat sogar funktioniert. Und dann teleporten wir uns jetzt mal wieder zurück, weil ich das nicht laufen will. Und hier kann man auch sich teleporten. Ja, halt. Leider immer dieser tolle Ladebildschirm. So, ich würde sagen, ein Viertelstündchen werde ich noch machen. Also bis drei Viertel ungefähr, also 9:45. Und dann würde ich es für heute dann auch wieder gut sein lassen mit dem Streamen. Würde, wie gesagt, wenn dann eventuell morgen Abend nochmal eine Runde machen. Wenn es dann klappt. Weil, wie gesagt, ich bin ja morgen auf Geburtstag eingeladen. Und da ich jetzt dann nicht weiß, wie das so angedacht ist, wie lange das geht, etc. pp. Und einfach verschwinden will man ja auch nicht.
Muss ich dann mal schauen, ob das auch dann morgen Abend klappt oder nicht. Und ob ich natürlich auch noch imstande bin. Bei der Verteidigung des Baumes starben viele Taufer an. Ich habe die Wurzelvaser, mein Freund. Ich weiß, ich kann es riechen. Jetzt muss nur noch eine Kompassnadel aus der Feder eines Rocks gefertigt werden. Feder eines Rocks? Was ist das denn? Ja, die Feder eines Rocks. Der Flachzahn ist wohl mein Echo. Als die Bäume noch groß waren und das Land weniger stank, waren diese uralten Vögel Verbündete von Mushin. Ah, okay. Die Geschichte lässt sich nicht ändern. Entweder ihr findet eine Feder oder ihr gebt auf. Egal, hört nur auf, meine Worte zu wiederholen. Okay, okay. So, wohin müssen wir? Oh, jetzt müssen wir nämlich hier runter. Und dann müssen wir eh laufen. Also. Da wäre es jetzt egal gewesen. Wäre jetzt hier aus der Höhle rausgelaufen oder uns austeleportiert bzw. gewindwandelt wären. Weil wir hier eh laufen müssen, egal wie. So. Und Leitern. Dann schalten wir als nächstes diesen Teleportpunkt frei und holen uns hier oben die Federn. Oh, hier sind schon wieder NPCs. Nein, danke. Diesmal nicht. So. Das wäre hier der Windwandelpunkt. Wir müssen noch ein Stückchen weiter hoch. Richtung Feld. Und dabei dünnen wir hier mal ein bisschen aus, damit wir uns nicht schnell in die Quere kommen. Hier geht jetzt wahrscheinlich die zwei wieder nicht, wenn ich das versuche hier bei dem. Mit dem Crab. Deshalb erstmal das. So, Feder haben wir. Hier wäre der Feldboss. Den braucht man aber nicht und will ich auch ehrlich gesagt gerade nicht klopfen. Deshalb machen wir. Wir laufen zurück diesmal. Weil jetzt beim nächsten Mal müssen wir, oder die nächste Quest wäre hier in diesem Yonkai-Grenzposten hier hinten. Und wenn wir hier hinporten, haben wir hier wieder Cooldown. Und dann müssten wir hier den ganzen Weg laufen. Das wollen wir nicht, deshalb laufen wir halt diesen Weg zurück. Und teleporten uns dann. Oder windwandeln dann dorthin. Weg 17. Und Trick 0815 ist Kanal wechseln. Ihr seid in einen anderen Kanal gewechselt. Um wieder volle Ausdauer beim Sprinten zu haben. Dann geht das nämlich an den Plotter. Haben wir irgendwas Interessantes bekommen? Eigentlich nicht wirklich. Und jetzt müssen wir wieder da hoch. Ja. Wie gesagt, das Leveln sieht sich ein bisschen. Dauert auch ein bisschen, wie man merkt. Wie gesagt, man. Bis man hier die Ende der Main Story erreicht hat, muss man ja bis Level 60 und 13, 14 so in den Dreh. Hat man dann. Also kann man sich ja ausmalen, dass sich das hier noch ein bisschen ziehen wird. Der Kompass ist bereits geschnitzt. Aus der Feder fertige ich nun die Nadel. Der Kompass erwacht zum Leben. Mushins Blut muss nahe sein. Die Nadel bewegt sich schnell. Okay. Ich rieche eure Anspannung. Dieser Kompass ist in Ordnung, aber eure vielleicht nicht. Ihr sucht Mushins Erbe, aber wisst ihr auch warum? Der Flachzahn weiß wohl nur, wie man Worte nachspricht. Schweigt, wenn ihr möchtet, Zahnloser. Euer Geruch spricht für sich selbst. Wohin zeigt denn der Kompass? Die Nadel zeigt Richtung Yonkai-Grenzposten, wo es nach Zwiebeln und ungewaschenem Menschenhaar riecht.
Folgt dem Weg und seid dankbar, dass eure Nase so unempfindlich ist. Ist wohl richtig. Oh, wir kriegen einen neuen Kristall oder Gem. Und nochmal Entsiedlungstalismane. Und ein Level Up. Sehr schön. Mal Level 38. Nein, lass mal ins Inventar gucken. Dann schmeißen wir nämlich den schlechteren hier raus, diesen Saphir. Und setzen dafür unseren Diamanten ein. Der uns 28 Angriffskraft gibt. Das ist natürlich wesentlich besser. Ja. So. Und jetzt können wir nämlich hier einfach gemütlich hinwandeln und müssen da nicht durch alle Leute wieder durchlaufen. Aber wir haben mal wieder unseren tollen Ladebildschirm. Ja. So. Okay. Immer noch. Und hier ist wieder Soha. Ja, hallo. Verdammt, Yonkai hat Yunhua. Sie entwischte Yehara und wollte das Goldwappen auf eigene Faust suchen. Aber Yonkais Agenten warteten schon und schnappten sie. Ach ja, diese Yunhua. Diese Jugend von heute. Kann nicht hören. Was ist denn mit dem Silberwappen? Yunhua hat es. Wir müssen sie und das Wappen von Yonkai wegschaffen. Und dann wurde auch noch Gil von den Jahrsagern verschleppt. No. Ja, alles auf einmal. Alles auf einmal. Und nu? Gil ist nutzlos, wie Bulbarin ist, aber ihr solltet ihn trotzdem retten. Ju Wall verhörte ihn schon einmal. Diesmal tötet sie ihn vielleicht. Was macht ihr? Yonkai brachte Yunhua zum zwielichtigen Bazar. Ich gehe und versuche sie zu befreien. Wer weiß, was er ihr antun wird. Alles klar. Taofang haben auch gemeint, dass sich Mushins Nachkommen im zwielichten Bazar befindet. Tja, Yonkai ist es sicher nicht. Er stammt höchstens von Tod und Sand ab. Ich könnte diesen Haufen Panzerschweinmist abmurksen. Ja, die Ausdrucksweise ist schon geil. Ich hole Yunhua und ihr holt Gil. Wir treffen uns dann im zwielichtigen Bazar. Noch sind wir nicht geschlagen, Grünschnabel. Alles klar. Dann schauen wir mal hier in das Dojo der Jahrsager rein. Und unsere Kollegin hier, Soha, baut mal bei den anderen vorbei. Und dann geht das hier nicht. Ziele unsere zwei beim Crap. Beim Crap. Ich renne normalerweise hier immer hoch. So. Hätten wir das soweit geklärt, dann klären wir hier auch noch diesen Dojo. Und ich denke, wenn wir das fertig haben, werde ich eben nochmal einen Jadestein zurück windwandeln. Ich werde, wie gesagt, diese Marktquest noch abgeben. Und dann würde ich sozusagen diesen Stream für heute dann auch beenden. Zip. Ja. Nicht schlagen, nicht hauen, aua. Weg. Weg, weg. Das läuft sogar diesmal gar nicht so schlecht hier. Lief auch schon schlechter. Aua. Jetzt hat er mich doch noch erwischt. Noch jemand? So, jetzt aber. Ruhe im Karton. Gil, mein Freund. Und Chuwo ist auch hier. Gil. Oh, ihr kommt zur rechten. Was ist denn los, mein Freund? Oh, es ist schrecklich. Yonkai hat Yunhua. Es ist
meine Schuld. Yara wollte Yunhua nicht aus dem Zimmer lassen. Sie meint es gut, aber Yunhua ist so freiheitslieb. Ausgebüxt. Yunhua drängte mich unten etwas zu essen für uns zu holen. Und als ich zurückkam, war Yunhua verschwunden. Yonkais Männer mussten auf sie gewartet haben. Sie schafften sie sofort weg. Ja. Ich verfolgte sie bis zur Klamm der Klingenflügel. Dann erwischten mich die Ja-Sager. Sie brachten mich zu ihrer reizenden Anführerin Chuwol. Okay. Und nun seid ihr jetzt Freunde, oder wie? Aber ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir müssen die mächtige Kriegerin Chuwol auf unsere Seite ziehen. Koste es, was es wolle. Du meinst, wir können es aber mal versuchen. Apropos Kosten, für Yunhuas Rettung versprach ich Chuwol das Silberwappen. Und sie versprach, die Lumang nicht mehr zu belästigen. Beide Seiten gewinnen. So, so. Wir dürfen ihr das Wappen aber nicht geben, mein Freund. Psst, erst befreien wir Yunhua, dann kümmern wir uns um den Rest. Naja, er wieder hier verspricht wieder das Blaue vom Himmel. Das ist wohl der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, das glaube ich noch nicht so ganz. Reden wir mal noch trotzdem nochmal mit Yuval. Ist denn jeder in dieser Wüste hinter dieser Göre her? Ja, weil sie das Silberwappen hat und wir dürfen das Yonkai nicht überlassen. Abgemacht ist abgemacht. Das Kind gegen das Silberwappen. Ich kann sie aber nicht befreien, solange Yonkai die Tür bewacht. Da kommt ihr ins Spiel. Und was kann ich dann tun? Lenkt ihn ab, dann schlagen die Ja-Sager zu. Eure Aufgabe ist einfach, unsere ist spaßig. Du meinst? Oh, ja, kriegen wir eine neue Waffe. Gut. Wie gesagt, das... Wir haben ja jetzt das Schwert hier, das Lindwehr der Golddiver bekommen gehabt vorhin. Ist ja jetzt eigentlich relativ egal, welche Waffe man nimmt. Oder ob man jetzt überhaupt diese neue ausrüstet. Hat halt ein bisschen weniger Angriffskraft, dafür gibt es halt kritische Trefferrate und Genauigkeit. Dafür geht halt das Ausweichen weg und ein bisschen LP. Eigentlich vollkommen egal. Vor allem auch auf dieser Stufe. So. Das war das. Würde ich sagen, wir gehen mal zurück nach Jadestein. Weil, wie gesagt, ja hier die Marktquest endlich abgeben können. Und wir jetzt, oder ich ja dann auch um dreiviertel Schluss mache. Beziehungsweise nachdem ich eben diese Quest dann abgegeben und gemacht habe. Zumindest für heute. Wie gesagt, morgen versuche ich abends nochmal einen Stream hinzukriegen. Aber da muss ich erst nochmal gucken, ob es klappt. Wird dann eher dann ein spontaner Stream hier bei mir eigentlich immer. So, erstmal hier rechts hin. Leck mich nicht. Und labern hier mit diesem Lagerkollegen. Und jetzt, wie man sieht, haben wir nämlich auch hier unten diesen Markt-Button endlich. Den man ja vorher nicht hat. Den bekommt man ja erst mit, oder ab Level 36 kann man die erst abschließen. Deshalb machen wir das jetzt mal. Jetzt klicken wir auf den Markt. So, dann ziehst man ein bisschen rüber, dann sieht man das auch. Das wäre dann sozusagen der Markt, wo man dann auch Sachen verkaufen kann oder eben kaufen, also verkaufen und kaufen kann. Und hier sieht man auch schon, wenn man das Marktfenster offen hat, was man verkaufen kann. Hatte ich ja auch schon mal angesprochen, hier diese ganzen Sachen mit diesem Wagen-Symbol bei den Items. Diese Sachen kann man theoretisch auch im Markt verticken. Und wie gesagt, diese mit diesem Männchen, das sieht man jetzt auch hier, die ist jetzt halt nicht im Markt tradebar, das ist wirklich nur über den Account hinweg sozusagen möglich. Das könnte man jetzt zum Beispiel per Post an einen anderen Charge zum Beispiel senden. Ja, und die, wo gar nichts dran haben, damit kann man theoretisch auch nicht wirklich was anfangen. Also nicht weiter verschicken, sage ich mal. Außer bei den Klamotten gibt es teilweise noch eine Möglichkeit, die auf einen anderen Charge zu senden. Dafür brauchen wir aber auch bestimmte Items, sag ich mal, noch zusätzlich. Aber ja,
erstmal so viel. Also das Fenster haben wir jetzt mal aufgemacht. Das war nur ein Teil der Quest. So, lassen wir es mir jetzt zu, weil jetzt machen wir noch die zweite Möglichkeit, wie man den Markt aufmachen kann. Das ist nämlich die Taste F5. Das wäre die zweite Möglichkeit. Also wie gesagt, einmal hier über diesen Lagerkollegen und dann über diesen Button Markt oder eben mit F5. Das sind die zwei Möglichkeiten, mit denen man den Markt aufrufen kann. Da wir auch gerade hier sind, lagern wir noch mal ein bisschen was ein, nämlich hier unsere Essenzen von Kneifi. Und noch hier das Lynchwert der Orchidee, weil ich behalte jetzt einfach das Lynchwert der Goldlieber drin. Weil die jetzt von den Stats her jetzt nicht so krasse Unterschiede haben. Eigentlich könnte ich hier diese Gems oder Kristalle auch noch hier reinschmeißen. Brauchen wir im Moment auch nicht. Ansonsten passt das eigentlich. So, und wir haben jetzt fast die Quest abgeschlossen. So, müssen wir nochmal kurz hier zu dem Questgeber zurück. Und damit haben wir dann auch die Marktquest endlich abgeschlossen. Also, ja, das wollte ich ja nicht vorlesen, das wollte ich einfach bloß so mitmachen. Gut, und damit hätten wir das auch wieder erfüllt. Hallo? Mein Freund mit dem Talisman im Gesicht. Ja, wie gesagt, das wäre es jetzt erstmal für mich für heute gewesen mit dem Streamen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für die Leute, die hier jetzt dabei waren und durchgehalten haben und auch für die Leute, die mal kurz vorbeigeschaut haben. Ansonsten sehen wir uns vielleicht morgen, wenn es klappt. Wogegen, boah, ich denke mal so 7, 8. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und man sieht sich. Bis denn.